Boah, krass, das ist jetzt mein Kind. Wie läuft das ab? Donnerstags ist halt immer so fast Papa-Tag. Es wird bestimmt noch mal eine Herausforderung, wenn sie wieder in die Schule geht. Darf ich das Kind überhaupt behalten? Irgendwie, was kann mir denn passieren? Jung und ungewollt schwanger zu werden, ist oft mit Komplikationen verbunden und für viele die totale Horrorvorstellung. Man hört oft Sätze wie, mach doch erstmal dein Studium oder deine Ausbildung fertig oder Kinder kriegen kannst du später noch. Generell gibt es super viele Vorurteile, die an jungen Eltern haften, die nicht zuletzt an den ganzen Teenie-Mütter-Sendungen liegen, die du bestimmt auch schon mal gesehen hast. Heute treffe ich Mia und ihre Familie, die mit den ganzen Vorurteilen brechen wollen. Sie ist nämlich mit 14 schwanger geworden und für sie war es die richtige Entscheidung, das Kind zu behalten. Aber bis dahin begebe ich mich mal auf die Straße und schaue, was die Leute zu dem Thema Frühkinderkriegen zu sagen haben. Wie sieht es bei euch beiden denn mit dem Thema Kinderplanung aus? Macht ihr euch da noch Gedanken? Nee, ich tatsächlich nicht. Ja, also ich würde wahrscheinlich keine Kinder in die Welt setzen wollen, zumindest keine leiblichen, einfach wegen der Umwelt und so. Mhm. Nee, ich auch noch nicht. Okay. Ich fühle mich da noch zu jung. Nach dem Studium eventuell. Mhm. Wie jung wart ihr, als ihr das Kind bekommen habt? 25. 26. Nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt ein Kind bekommen. Was löst das in euch aus? Panik. Ja? Ja. Katastrophe. Finanziell gemischte Gefühle. Findest du, es gibt ein ideales Alter, Kinder zu bekommen? Also ich kenne viele auch von Freunden, die sehr jung Kinder bekommen haben, die sagen, das war perfekt, auch im Studium. Ich glaube, ein perfektes Alter gibt es nicht. Könntest du dir vorstellen, mit 14 schwanger zu werden? Ich glaube, ich selber so würde nicht damit klarkommen. Nee, man ist ja selber noch Kind, ne? Man möchte auch ein bisschen seine Jugend noch genießen. Niemals. Niemals. Die Reaktionen auf der Straße waren gemischt, aber dass es eine Herausforderung ist, da waren wir uns eigentlich alle einig. Ich wüsste auch nicht, wie ich das in so einem Alter gemeistert hätte und bin gespannt, was Mia und Maurice gleich erzählen. Hallo und voll nett, dass ich bei euch sein darf heute. Freut mich sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig stellen soll, aber wie kam es denn zur Schwangerschaft? Also wir waren da beide 14. Mhm. Wie halt ein Baby entsteht, ne? Mhm. Hast du dann selber einen Test gemacht oder wie hast du es dann rausgefunden, dass du wirklich schwanger bist? Also ich habe dann eine Freundin von mir angeschrieben, dass sie mal bitte einen Test besorgen soll, weil ich habe da schon leichte Tritte auf meinem Bauch gesehen. Und als er dann positiv war, haben wir erstmal richtig rumgeschrien, weil wir dachten, oh Gott. Und dann habe ich den Test gesehen und habe den meiner Mutter davon ein Bild geschickt. Kommentarlos, einfach so? Ja, einfach ein Bild. Okay. Also ja, und dann hat Mama aber mir direkt geschrieben, dass alles gut ist und dass wir darüber jetzt in Ruhe mal reden. Und wann hat Maurice es dann erfahren? Ja, also ihre Mutter hat dann meinen Eltern Bescheid gesagt. Okay. Dann habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt mit meinen Eltern. Und dann haben die gesagt, ja, Mirja ist schwanger. Ja, das war dann erstmal auf jeden Fall ein Schock. Mhm. Aber auch deine Eltern waren da positiv? Also bei mir als Eltern schienen da ziemlich unterstützend zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen großen Bruder, Dominik. Der ist auch sehr froh über Miley und kümmert sich sehr süß um sie. Und meine Eltern, die unterstützen uns auch sehr, sehr, sehr. Okay, also habt ihr eine Riesenfamilie und damit auch ziemlich viel Unterstützung und Leute, die euch was abnehmen. Ja, genau. Ihr wart ja auch bei einer Beratungsstelle. Wie lief das ab? Wir waren ja bei Donum Vital und das war eine sehr nette Frau, die hat uns dann halt gesagt, wie man das mit den Geldern machen kann, hat uns halt so ein paar Tipps gegeben. Ja, mit der konnte man auch sehr gut über alles reden und ja. Zur Beratungsstelle kommen wir eh gleich nochmal, beziehungsweise wir gehen ja später nochmal hin. Gab es trotzdem irgendwelche Ängste, Sorgen, die ihr hattet? Ich meine, es ist ja auch voller Vorurteile, wenn man jungen Eltern wird. Auf jeden Fall. Und da wir auch so jung sind und selber noch Kinder sind, dann ein Kind zu kriegen, das ist schon sehr krass auf jeden Fall. Und aber ich bin froh, dass meine Freunde mich aufgenommen haben und mich unterstützt haben. Also ich hatte als erstes sehr Angst auch vor Maurice' Reaktion. Maurice hat mir aber direkt geschrieben, alles gut, ich weiß es jetzt, ich bin für dich da und wir schaffen das zusammen. Ich habe auf die schlechten Sachen gar nicht so geachtet, weil ich mir dachte, mit den Leuten habe ich eh nichts zu tun. Das ist mir egal, was die sagen. Ja, und manchmal kriegt man auch so hinterher geschrieben, Ruiz, du Vater, Familienvater und so. So als Beleidigung? Ja, das ist dann nicht so schön. Wie gehst du dann damit um, wenn das passiert? Ja, ich versuche es einfach zu ignorieren, aber auf Dauer ist es dann echt sehr nervig. Wie sieht es gerade aktuell bei euch aus? Geht ihr noch zur Schule? Ja, also ich gehe zur Schule.
Also ich durfte dieses Jahr komplett zu Hause bleiben. Also ich habe die 8. Klasse zu Ende gemacht und dann die 9. setze ich aus und fange dann dieses Jahr halt mit der 9. wieder an. Ja, und dann geht Maidi halt mit meiner Mutter in die Krippe. Hattet ihr Angst vor der Geburt? Ja, schon. Also ich hatte sehr Angst um mir, ja. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe. Also ich habe von Mädchen auch in meinen Altern nur gehört, dass sie nur Kaiserschnitt bekommen haben und so. Und dann hatte ich halt auch Angst, dass ich auch einen bekommen muss. Aber zum Glück nicht. Da war sie da? Da war sie dann da. Könnt ihr euch noch erinnern an den Moment? Die Hebamme war das, glaube ich, die reinkam. Ja, genau. Ja. Und hat dann halt nochmal nachgeguckt. Dafür bin ich dann immer rausgegangen aus dem Zimmer. Ich habe dann nebenbei mit meinem besten Freund Moritz geschrieben. Und dann höre ich nur, wie aus dem Zimmer so Schreien kommt und Pressen und so. Und dann war ich auch völlig aufgeregt. Und dann nach, ich weiß nicht, sieben Minuten hat dann die Mutter mich reingeholt. Und ja, dann war sie halt da. Das war schnell. Ja. Ja. Und dann war ja Maurice direkt auch bei mir. Und dann haben wir zu dritt auch gekuschelt. Wo sie dann da war, da dachten wir uns, also da dachte ich mir vor allen Dingen erst, boah, krass, das ist jetzt mein Kind, also, ja. Ja, bei mir genauso. Falls du dich gerade in einer ähnlichen Situation befindest und nicht genau weißt, was du machen sollst, dann kannst du die App TK Babyzeit mal ausprobieren. Dort findest du alles zu deiner Schwangerschaft, zu der Geburt und auch zur Zeit danach. Vielleicht zeigt mir mal euer gemeinsames Zimmer und vielleicht reden wir mal so ein bisschen, wie euer Alltag mit Maidi so aussieht. Ja, okay. Können wir machen. Hier ist halt der Schrank, da sind die meisten Sachen von Maidi drin, halt Windeln, ihre Klamotten und so. Da ist halt mein Bett und im Moment schläft halt Maidi da noch mit mir drin. Es ist einfach schön, wenn sie so bei mir ist. Habt ihr das Gefühl, ihr könnt noch Kinder sein? Oder zumindest in Teilen das noch ausleben? Ja, schon. Ja? Also ich würde sagen, Maurice kann es mehr als ich auf jeden Fall. Weil ich habe halt Maidi immer bei mir. Zum Beispiel, wenn ich mich mit einer Freundin treffen will, dann muss ich halt Maidi zwar mitnehmen, aber trotzdem kann ich das irgendwie schon machen. Irgendwie geht das dann schon. Wenn man so einen Alltag mit dem Baby hat, wie läuft das ab? Haltet ihr euch die Aufgaben? Ist sie mal da, mal da? Wie kann man sich das vorstellen? Manchmal laufe ich zu meiner Oma, manchmal gehe ich einfach mit ihr so spazieren. Donnerstags ist halt immer so Fest-Papa-Tag. Da ist Maidi und Mia ja bei mir. Und wenn wir dann bei ihm sind, dann geben wir ihr meistens erstmal Brei. Und dann ist ein bisschen Zeit für mich und Maurice. Es ist super spannend zu sehen, wie Miriam im Zimmer lebt mit dem Kleinkind und wie die beiden sich die Arbeit untereinander aufteilen. Jetzt interessiert mich allerdings, wie die Familie mit dem Ganzen umgegangen ist und wie sie unterstützend an ihrer Seite stehen. Sehr schön, dass ihr auch noch Zeit gefunden habt für mich. Wir haben ja einmal die Oma, die Schwester und die Mama, also quasi alle Generationen, die hier noch vorhanden sind im Haus. Wie habt ihr von der Schwangerschaft erfahren? Über eine WhatsApp-Nachricht mit dem Foto vom Schwangerschaftstest. Und wir haben dann sofort gesagt, ja, ist jetzt so, wie es ist. Jetzt müssen wir ein paar Fakten und Daten abklären irgendwie. Wie weit ist sie? Ist alles in Ordnung? Genau, und haben aber gesagt, wir wollen da sofort mit offenen Karten spielen. Ich habe es auch gleich jedem erzählt, damit es gar kein Gerede gibt. Jette, wie fühlt sich das denn für dich an, jetzt Tante zu sein? Ja, also im Moment ist es eher so wie so eine große Schwester. Ich fühle mich auch nicht wie eine Tante. Wie habt ihr alle jeweils so die ganze Schwangerschaft und auch die Geburt wahrgenommen? Wie war das für euch, das mitzubekommen? Ja, also Mirja hat das ja sehr gut gemacht, denn sie war eigentlich auch eine stolze Mutter. Ich glaube, sie hat sich auch wohl in ihrer Rolle gefühlt. Also ich glaube, sie hat wirklich damit gerechnet, dass wenn wir das erfahren, dass hier die Welt zusammenbricht irgendwie. Und dadurch, dass wir das ja doch recht positiv aufgefasst haben, war es für sie dann eine große Erleichterung. Ich möchte sagen, also so gut wie Maidi es hat, haben es die wenigsten Babys. Was würde sich manche Mutter wünschen, dass sie ihr Kind so
großziehen kann, dass sie sich nur um das Baby kümmern muss und sonst nichts zu tun hat. Das wird bestimmt noch mal eine Herausforderung, wenn sie wieder in die Schule geht. Und ich glaube, dadurch, dass wir einfach so ein gutes Konstrukt haben, wird das zwar für die beiden schwer, weil die das einfach nicht gewohnt sind, voneinander getrennt zu sein, aber das ist auf jeden Fall machbar. Aber aktuell ist es wirklich einfach, ja, können die nur genießen. Mhm. Klingt ja jetzt eher super positiv der ganzen Sache eingestellt und wolltet ja auch irgendwie diese Message nach außen verbreiten. Warum war es für euch so wichtig, mit mir als Fall an die Öffentlichkeit zu gehen? Mirja war eigentlich sofort Feuer und Flamme und ich fand das total gut. Und also sie hat sofort gesagt, wenn ich da anderen mithelfen kann, dann will ich das unbedingt machen. Mhm. Und dann war für uns eigentlich klar, wenn Mirja das will, dann unterstützen wir sie auch. Und das ist doch schön, wenn auch mal ein positives Beispiel nach außen getragen werden kann. Ihr wart ja auch mit mir an der Beratungsstelle. Haben die das Kind eigentlich schon gesehen? Nee, also wir waren nach der Geburt von Miley nochmal im Telefon oder auch im E-Mail-Kontakt. Aber persönlich zu Besuch waren wir da tatsächlich noch nicht. Dann könnten wir das ja heute vielleicht gemeinsam machen. Ja, das wäre bestimmt total schön. Ich finde es total schön zu sehen, dass sich die Familie schützend vor mir herstellt und auch in die Öffentlichkeit wollte, um ein positives Beispiel zu senden. Schließlich ist mir ja selbst noch ein Kind und da ist der Support der Familie besonders wichtig. Doch wie kann eine Schwangerschaftsberatungsstelle helfen? Und wer kann sich überhaupt dorthin wenden? Das wollen wir jetzt mal gemeinsam herausfinden. Ja! Hallo Mirja, grüße dich. Das ist total schön, dich zu sehen und euch zu sehen, alle jetzt zusammen. Ja. Hallo und willkommen erstmal hier bei Dolum Vitae in der Beratungsstelle. Ja. Ne? Wie war das für Sie jetzt, die Kleine so zu sehen oder generell alle hier zu sehen? Ja, das ist immer das super schön. Ja, also, ne, weil oft ist es ja wirklich so, dass wir die jungen Frauen oder überhaupt die Schwangeren noch sehen, irgendwie wenn der Bauch kleiner oder größer ist auch. Mhm. Aber häufig ist es nicht so, dass man nachher die Babys wirklich noch sieht. Das ist immer schön für uns. Was machen Sie hier eigentlich genau? Das ist eine Schwangerschaftsberatung, aber was genau kann man sich darunter vorstellen? Wie läuft sowas ab? Was passiert hier genau? Also Schwangerenberatung ist ja ein ziemlich großes Feld. Also letztendlich kann man auch schon eine Beratungsstelle aufsuchen, wenn man so in der Familienplanungsphase ist oder wenn ein Kinderwunsch sich nicht erfüllt. Wenn dann eine Schwangerschaft da ist, kann man also hier hinkommen. Man kann alle Fragen klären, die man damit hat. Wie finde ich in meine Rolle hinein? Irgendwie, wie finde ich in meine Mutterrolle rein? Welche Hilfen kann ich beantragen? Und für uns ist es immer ganz wichtig, dass alles und dass jede und jeder, wer hier hinkommt, auch weiß, es zunächst unterliegt alles der Schweigepflicht. Kommen auch Väter zu Ihnen? Ja, also das ist wirklich jetzt viele Männer, die einfach sagen, ja, ist doch klar, ich gehöre dazu und deswegen möchte ich auch mithören. Und dann sage ich auch oft, ja, vier Ohren hören auch mehr als zwei. Was würden Sie sagen, sind so die größten Sorgen, mit denen junge Frauen oder auch junge Familien zu Ihnen kommen? Also man muss es wirklich ein bisschen altersmäßig vielleicht aufteilen. Also bei ganz jungen Frauen ist es natürlich oft, wenn eine Schwangerschaft da ist, ja, wie geht das für mich weiter? Oder eine Frage, die dann oft kommt, ist tatsächlich, müssen wir das Jugendamt mit einschalten? Mhm. Oder auch natürlich, auch gerade wenn man so jung ist und ja noch gar kein eigenes Einkommen hat, wie soll das denn alles auch finanziert werden? Sodass auch eine junge Schwangere, die vielleicht nicht so viel Unterstützung hat, Möglichkeiten hat, ihr Kind in einer guten, geschützten Umgebung zur Welt zu bringen und auch gut begleitet zu sein in der allerersten Zeit. Könnt ihr euch noch erinnern, was so euer größter Anlass war, damals herzukommen oder so die größte Sorge, die ihr mitgebracht habt zu Frau Blum? Also ich glaube, wir wollten einfach zu einer Beratungsstelle. Also würde ich quasi so unterschreiben. Also wir hatten halt vom Gynäkologen den Tipp gekriegt, einmal eine Beratungsstelle aufzusuchen und haben uns ja hier also einfach gemeldet und sind hier eigentlich ohne irgendwelche Erwartungen hingegangen und mit vielen positiven Dingen rausgegangen. Ich hatte auch am Anfang sehr Angst, dass mir halt Miley weggenommen wird. Aber Mama hat auch direkt gesagt, nein, Quatsch, die wird uns nicht weggenommen. Aber trotzdem, weil ich halt so jung war, dachte ich halt, dass allen jungen Müttern ihr Kind sozusagen weggenommen wird, aber zum Glück nicht. Gibt es so ein Durchschnittsalter der Frauen, die zu Ihnen kommen, oder ist auch da alles dabei? Ja, das ist das, was die meisten Menschen immer relativ überrascht, weil das Durchschnittsalter der Personen, die hier hinkommen, sind zwischen 25 und 35. Mhm. Also weil auch mal ungeplante Schwangerschaften kommen oder eben auch erwünschte Schwangerschaften, aber
1025 Fragen da sind. Du bist ja auch relativ jung Mutter geworden. Wärst du damals auf die gekommen, zu so einer Beratungsstelle zu gehen wie heute? Also ich bin ja mit 21 Mutter geworden und dadurch, dass wir irgendwie beide einen Job hatten, eine eigene Wohnung, bin ich da überhaupt nicht drauf. Also ich wäre da überhaupt nicht drauf gekommen irgendwie. So, ich habe, als ich mit Miriam hier gesessen habe, gedacht, ach cool, da hätte ich ja auch mal gut hingehen können. Aber man denkt dann einfach, man muss jetzt selber damit fertig werden. Wird man ja auch irgendwie. Aber mit so einer Beratungsstelle wäre es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher gewesen quasi. Ja. Dann war es das erstmal von meiner Seite. Vielen Dank an alle. Danke, dass ich heute den ganzen Tag mit euch verbringen durfte. Und auch Frau Blum, vielen Dank heute für die Einblicke. Super gerne. Und es ist ja auch ein Stück irgendwie unsere Arbeit, nochmal wieder öffentlich bekannter zu machen. Ich nehme von heute mit, Jung ein Kind zu bekommen, ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber mit der richtigen, vorteilsfreien Unterstützung des eigenen Umfelds ist es durchaus machbar. Und man kann jederzeit eine Beratungsstelle aufsuchen, wenn man noch nicht weiß, ob man ein Kind überhaupt bekommen möchte oder später, wenn es schon auf der Welt ist. Nächstes Mal geht es dann um das Thema Herpes mit Marvin. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. 9 von 10 Menschen haben diese Infektion. Unsere Gene entscheiden, ob wir zu denen gehören, die symptomatisch erkrankt sind. Und sie ist nicht heilbar. Herpes.